Conny Reimann, Krebsdrama um geliebtes Familienmitglied, große Sorge bei den Reimanns. Hündin Phoebe ist an Knochenkrebs erkrankt. Eigentlich könnten die Reimanns aktuell nicht glücklicher sein. Sie leben ihren Traum auf Hawaii und Tochter Janina macht die beiden wieder zu Großeltern. Doch ein dunkler Schatten zieht über das Familienglück. Die Reimanns, Phoebe hat Krebs. In der neuesten Folge von Die Reimanns geht es sehr tränenreich zu. Zwar freuen sich Conny und Manu sehr auf den Nachwuchs von Janina und Coleman, der mittlerweile das Licht der Welt erblickt hat. Doch sie sind auch voller Sorge. Denn ihr Hund ist schwer krank, Phoebe hat Krebs. Es ist Knochenkrebs. Wir wissen halt nicht, wann es zu Ende ist, weint Manuela Reimann bitterlich vor der Kamera. Seit vielen Jahren begleitet die Hündin die das Leben der Auswanderer, sie ist mittlerweile ein Familienmitglied. Umso schwerer ist es für Manu und Conny dabei zuzusehen, wie schlecht es ihr geht. Wie geht es Phoebe heute? Die Dreharbeiten für die Soap sind bereits seit einiger Zeit vorbei. Und eine Frage brennt den Fans besonders auf dem Herzen: Wie geht es Phoebe heute? Ist sie auf dem Weg der Besserung? Oder hat sie den Kampf gegen die tückische Krankheit verloren? Bisher gab es dazu kein Statement. Die Reimanns, montags, 20:15 Uhr, RTL 2.